Servus Leute und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Homefront the Revolution. Und das blöde Luftschiff fliegt weg. Schaut besser so, verpiss dich. Ich bin jetzt hier im letzten roten Gebiet. Ah. Und die knallen hier irgendwelche Leute ab. Und ich will die ganzen Außenposten jetzt noch übernehmen. Was schießt hier? Was ist denn hier? Hä? Okay. Der hat doch da seinen Laser dran. Und ist Scharfschütze, ne? Was zum Geier schießt der? So. Scheiß Drohne. Stürz ab. Okay. Zu welchem Punkt gehe ich denn als erstes? Ist das hier eine Basis? All-Star Diner. Sieht zumindest nach einer Basis aus. Ja. Deaktiviere das Kühlsystem. Was ist das hier? Verlassene Wohnung. Erledige die Scharfschützen. Ah, deswegen werden die da angezeigt die ganze Zeit. Hier. 130 Meter. Okay. Aber ich mache erst einmal die Basis. Wo ist denn hier? Was? Hallo, stirb jetzt. So. Hey. Blöder Hund. Kommt der da von hinten angerannt? Nix da. Hopsa. Und der fliegt. So. Kommen wir da hoch. Gut, dass der Scharfschütze, der da in der Basis ist, auch zählt. So. Mal dich. Nein, nein, nein. So. Hoffentlich bleibt das scheiß Luftschiff jetzt auch weg. Wenn ich nämlich jetzt hier das Kühlsystem deaktiviere. Und ich dann diese Basis hier übernommen habe und dann wieder das scheiß Luftschiff da oben drüber hängt. So. Wo seid ihr? Ist ja seltsam. Habe ich die alle rausgelockt? Die sind jetzt alle schon tot oder was? War ja easy. Läuft viel besser als bei der letzten Folge, hey. Irgendwie unerwartet. Aber egal, Feuerwerk! Und das in den ersten 5 Minuten, krass. So, jetzt komm hier, mach hin, damit der Typ da mich voll labern kann. Ja, schön. Ein Gebiet ist frei. Wo ist der Waffengedingse? Hä? Und wo ist der Typ, der mich die ganze Zeit zulabert eigentlich jetzt? Tony Alpha, Tony spricht. Was gibt's für Neuigkeiten, Tone? Wir haben den Clap erwischt und ihn nach Walker befragt. Haben ihn sogar von der Brücke baumeln lassen. Aber nichts. Also haben wir ihn losgelassen.
Du hast ihn... Egal, versuch's weiter. Jemand muss doch was wissen. Okay. Lässt halt mal die Leute von der Brücke fallen. Ja, wie jetzt auf einmal Kontakt, oder was? Was ist hier wieder los? Ja gut, ich wollte jetzt auf die Drohne schießen, aber wenn ihr die schon platt macht habt... Hä? Ach da. Zuck zurück. Na komm schon. So, jetzt. Ja, scheiße. Deine Kollegen sind platt. So, toll. Jetzt kann ich nochmal nachladen gehen. Weil... Das war bestimmt hier nur der einfache Teil. Wow, 20. Und ich muss mal irgendwie durch die Gegend rennen und Wertsachen einsammeln. Das ist hier nämlich Mangelware. So, und jetzt gehen wir hier mal an die Scharfschütze dran. Na komm schon. Nummer 1 ist schon mal weg. Was laufst du mir jetzt da im Weg rum, du Idiot? So, der nächste. Okay. Die Drohne bockt es gar nicht, dass ich da jetzt die ganzen Scharfschützen abknall. So. Ja, die Drohne bockt es nicht. Dafür kommt jetzt so ein Elektro-Humble-Dinger da. So. Und meins. Yeah. Aussichtsposten eingerichtet. Schöne Aussicht. Überall Ruine. Toll. Manche Gebiete haben schon eine komische Form. Gute Arbeit, so. Herr Säuber, dieses Scharfschützennest. Jetzt können wir uns etwas entspannter in der Zone bewegen. Das klingt doch schon mal nicht schlecht, oder? Ich gehe mal direkt da hoch. Die unerlaubten Zivilisten. Ein Log-Transportfahrzeug hat in der roten Zone in Holloway schlapp gemacht. Kann sich das jemand mal ansehen? Wir schaffen das. Okay, Will. Janice, kannst du sie unterstützen? Unterwegs. Vergewissere dich nur, dass alles sauber ist, bevor du reingehst. Okay. Was für ein Transportfahrzeug jetzt? Ma, erstmal die ganzen Panzerungen von dem Ding weggeschossen und dann... Ups. Hey, was denn das? Achso, bloß die amerikanische Geschichte. Ich hab schon gedacht... Wollte gerade sagen, wie soll denn das jetzt hier funktionieren? Moment, das hatte ich doch auch schon mal. Da muss ich irgendwie von außen dran. Herzen und Gedanken, gepanzerte Autos. Hä? Das krieg ich, obwohl das irgendjemand anders abgeknallt hat. Na ja, gut, von mir aus. Leute, hier spricht Parrish. Wir haben einen Unruheherd. Die Nox haben ein Lager gefunden und jetzt sitzt ein Trupp darin fest. Falls jemand in der Nähe ist, sie brauchen dringend Hilfe. Keine Zeit, muss hacken. Liberty. Ah. So. Dann hätten wir jetzt das Hotel auch. Na komm. Ich sag ja, komische Gebietsform habt ihr hier. Mhm. Ach stimmt, das war ja so ein Sendeturm, deswegen wird das ganze Zeug aufgedeckt. Dank dir sind wir jetzt in der Lage, die KVA-Bewegungen in der Zone besser zu überwachen.
Das ist sehr schön. Hopp. Philly Alpha, hier spricht Will. Hängt da halt mal so ein Pfeifen rum. Waren nur ein Fahrer und eine bewaffnete Wache. Verstanden. Die Norks haben heute also Walkers Verhandlung angekündigt. Verhandlung? Da geht Gerechtigkeit voraus. Ich denke mir, dass diese Bastarde nicht mal ein Wort dafür haben. Das Ganze ist ein Witz. Aber wer zuletzt lacht, lacht am besten. Denn wir beim Widerstand lassen uns diesen Scheiß nicht gefallen. Er lebt, Mann. Er ist zu wichtig für die Norks. Wenn sie ihn haben, haben sie ein verdammt gutes Druckmittel gegen uns. Wir werden ihn finden. Jo. Dann finden wir ihn mal. Ich finde mir jetzt erstmal ein neues Gebiet. Und würde sagen, ich nehme einfach das hier. Finstock Lagerhaus. Erledige die KVA-Einheiten und deaktiviere die Kontrollstation. Okay. Mach's Handy weg. Oh, ich sollte rennen. Ach so, das ist das. Mein Scharfschütze? Brauche ich dafür eigentlich Leute für diese Station? Aha. Sie kommen und rennt weg. Ja. So, scheiß Drohne. Mach so eine. Alterle. Was hast du für ein komisches Gewehr? Einer weniger. Noch einer weniger. Ach, der läuft halt mal da so im Kugelhagel rum, bockt nicht. Ja, 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 gib mir Deckung, ich mach dir hier alleine platt. Ihr trefft ja nicht. Ich treff natürlich auch 100% hier. So. Da war doch noch einer. Hat jetzt gerade eine Granate geschmissen. Ja, toll, aber vorne dran. Ah. Okay. Da hinten kommen schon wieder die nächsten, hä? Waren das jetzt alle von da draußen? Von da drin? Ja, toll. Penner. Arschlöcher. Wir schießen mal auf alles, was sich bewegt. Mal gucken. Kopfschuss gegeben, obwohl ich nicht mal wirklich auf ihn gezielt habe. Ich gehe jetzt einfach mal hier hin und drück da mal drauf. Okay. Das war irgendwie seltsam. Ich habe irgendwie darauf gewartet, dass da jetzt noch ein paar KVAler kommen. Mati, kein Signal. Die Beseitigung dieses Horchpostens wird die KVA daran hindern, unsere Aufenthaltsorte innerhalb der Zone zu lokalisieren und unsere Bewegungen schwerer nachvollziehbar machen. Gut gemacht. Wer ist das für ein Ding hier eigentlich, was ich da gerade aktiviert, deaktiviert, was auch immer habe? Philly Alpha, Tony spricht. So. Was heißt denn? Walker soll Gerüchten zufolge zu Indie... Bla bla bla. Chemikalien? Bidul von... Manufaktur. Phanomaktur. Ich glaube. Ich probiere es noch. Ich habe noch keine Bestätigung, aber wir prüfen das. Paris sagt keinen Angriff, bis wir die Bestätigung haben. Wir dürfen Walker nicht in Gefahr bringen. Verstanden, Tone? Ja. Tone. Ich hab's. Tony Ende. Tone. Ich hab's, Tony Ende. Ja, ja. Schön. Was war das für ein Düt? Ich geh erstmal hier hin. Da ist ja noch so ein Sendeempfänger-Ding irgendwie drinne.
Wahrscheinlich 1000 KVA. Oder gar keine. Naja, es hatte mal ein Dach. Dann müsste es das Gebäude sein. Ja? Ich gehe mal hier rein. Oder raus, oder was auch immer. Also da ist nicht mehr viel Gebäude übrig irgendwie, wo man da Zeug verstecken kann. Scheiß Mauer. Ich habe einen KVA-Sendeempfänger in deiner Nähe entdeckt. Diese Anlage ist für die KVA-Aktivitäten in diesem Gebiet äußerst wichtig. Wenn du diesen da, Anschluss stell dir mal vor, ich stehe unten weiß, drunter. Welche schmutzigen Geheimnisse wir erfahren würden. Dann schauen wir doch mal, was für schmutzige Geheimnisse der hat. Hä? Verstehe ich nicht. Wieso hat's mich da jetzt... Und wer ist da gerade gelaufen? Natürlich ein KVAler. Na komm schon. Fall um, hä? Hey. An was bin ich jetzt da zum Geier hängen geblieben? So, kann der nämlich schon mal nicht nerven, wenn ich hier am Hacken bin. Lass Parrish wissen, wann du bereit bist. Ah, bald. Langt das noch? Ajo. Na hopp, komm, mach hinne. Ja, schön. Gebiet eingenommen. Ich will noch das hier schaffen. Falsche Taste? Wie jetzt? Grenzmauer. Hä? Taucht nochmal ein neues Gebiet auf hier? Käse. Wie viel habe ich denn jetzt noch? 1, 2, 3, 4, 5. Und jetzt noch ein 6. Und hier kommt wahrscheinlich noch ein 7. Keine Ahnung. Gute Arbeit, Brady. Aber ich probiere die Basis da jetzt nochmal. Dann verfolg mal. Achso, das ist wieder so eine Basis, wo man mit dem Motorrad reinhopsen kann. Schlüsselstützpunkt der KVA. Von dort aus wird nicht nur Gas in die Tunnel gepumpt, er fungiert auch als Auftank- und Wiederaufrüstungsstation. Ihn zu erobern wäre ein gewaltiger Schlag für die Aktivitäten der KVA in diesem Gebiet. Tom, hier spricht Firly Alpha. Tony, hörst du mich? Ja, wir sind hier. Was ist los? Hab nur schon länger nichts mehr von euch gehört. Seid ihr okay? Ruhen uns nur mal kurz aus. Wir haben schon ein großes Areal mit der Suche abgedeckt. Ja, das wissen wir zu schätzen. Kommt doch kurz rein und ruht uns. Haben die mich jetzt gesehen oder was ist da los? Nee, hören wir nicht auf. Das ist wichtig. Ja. Okay, Tone. Keine Ahnung. Boah, das wäre blöd gewesen, wenn der hochgegangen wäre. Ja, rein, bisschen Rambo hier. So, wo ist der Dings? Ah, sehr gut, da bin ich ja direkt am richtigen Eingang reingegangen. So, Spielfeuerwerk, Kerle. Ich gehe hier erstmal den Druck erhöhen. Ich glaube, der da ist jetzt egal, oder? Der da jetzt noch irgendwo rumrennt. Ja, der dürfte egal sein. Was ist denn das für ein Funke-Dings da oben? Ole, ole. Ich habe eine Bidul-Manufaktur, was auch immer das ist. Was macht ein Bidul? Wozu brauche ich das? Wieso glotzt der in der Himmel? Mit unserer Gewalt können wir uns freier in der Zone bewegen. Ausgezeichnete Arbeit, Brady. Ah ja. Mit diesem Stützpunkt können sich Freier in der Station bewegen. Charlie Alpha, Tony spricht. Eric, bist du da? Was ist hier los? Die Nox sollen Terrace Versteck in Austin überfallen haben. Geht es dir gut?
Ja, es geht dir gut. Wir waren dort, bevor sie was tun konnten. Das ist toll. Vielleicht besuche ich sie mal, wenn ich zurück bin. Ja, warum nicht? Es macht keinen Sinn mehr, etwas aufzuschieben. Naja, macht keinen Sinn mehr. Ich habe jetzt aber erstmal genug eingenommen. Vor allem labern die halt Ewigkeiten dann, wenn man da was übernommen hat. Das ist ein bisschen nervig. Auf jeden Fall habe ich das jetzt. Jetzt fehlt noch das da. Komisches Gebiet. Und dann geht's noch hier an die letzten paar. Wenn das in der nächsten Folge genauso gut funktioniert, wie jetzt in der hier, was es jedes Mal nicht tut, wenn ich das sage, dann ist in der letzten Folge das rum mit den roten Zonen hier. Und dann kommt die Mission. Und ich weiß noch nicht, was dann passiert. Ob das Spiel dann vorbei ist oder nicht. Keine Ahnung. Aber das finde mal raus. In so noch 20 Folgen. Keine Ahnung. Alla hopp. Ich höre das Zeppelin-Teil schon wieder. Bis dann.